Herzlich willkommen zurück zum Erzgängel-Kanal, wo wir gerade damit beschäftigt sind, StarCraft 2 Protoss-Kampagne Legacy of the Void zu spielen. Wir sind hier stehen geblieben auf der Brücke und würden jetzt eine Warp-Reise antreten. Und da würde ich sagen, rein da, ab dafür. Kriegsrat. Wenig später. Das Lehrenportal auf Ulna wurde geschlossen. Doch es droht eine größere Gefahr. Amon erschafft aus unseren Brüdern einen Wirtskörper. Während wir uns auf Ulna konzentrieren, hat er die ganze Macht der Goldenen Armada entfesselt und nutzte unsere eigenen Waffen, um Leben überall im Kopronu-Sektor auszulöschen. Unsere momentanen Streitkräfte sind nicht stark genug, um es mit der großen Flotte aufzunehmen. Doch Amons andere Schergen verwüsten den Sektor. Wir sollten sofort handeln und seine abgelegenen Streitkräfte vernichten. Die Richter wurden für den Krieg geschaffen. Mit ihnen könnten wir unsere eigene Armee erweitern und Amons Bruten auf einen Schlag ausschalten. Vorausgesetzt, sie wenden sich nicht gegen uns. Die Richter kennen weder Loyalität noch Ehre. Ihr verschwendet wertvolle Zeit. Die Todesflotten der Tal'Darim sind eure größte Bedrohung. Nur ich allein kann Malash herausfordern und seine Streitmacht unterwerfen. Vergesst nicht das Möbius-Korps. Gerüchten zufolge operieren sie von einer geheimen Basis aus, in der sie ein Heer aus Hybriden züchten. Das ist wahr. Doch zuvor müssen wir herausfinden, wo sie liegt. Borazun, schickt die Besten eurer dunklen Templer, um den Sektor zu durchsuchen. Konzentriert euch vorläufig auf den Schlüsselstein, Karax. Das Überleben unseres Volkes hängt von unserem Handeln ab. Es liegt an den Erstgeborenen, die drohende Vernichtung abzuwenden. So, wo wollen wir denn hinfliegen? Die Xel'Naga sind tot. Auf Ulna fanden wir keine Rettung. Und doch fanden wir Hoffnung. Wenn wir kämpfen sollen, brauchen wir eine Armee. Phoenix und ich glauben, dass wir die Richter aus ihrem langen Schlaf erwecken und ihre Macht nutzen können. Sie mögen eine verbotene Waffe gewesen sein, aber in Phoenix erkenne ich ihr Potenzial. Ich bin gewiss, dass sie uns diesmal nicht enttäuschen werden. Hier gibt es Kolosse, mein Freunde. Kolosse? Da freue ich mich darauf. Und was gibt's hier? Die Allianz mit Alarak ist ein Risiko. Tassadar, alter Freund, was würdet ihr an meiner Stelle tun? Teratul, darf ich mich auf ein solches Wagnis einlassen? Die Antwort ist ohne Belang. Wenn dieses Bündnis hilft, Amons Streitmacht zu schwächen, dann ist es das Risiko wert. Das ist schwer hier. Schwere Entscheidung. Wir fangen aber an mit den Kolossen. Wie kommen wir da jetzt auf die Mission drauf? Ja, das habe ich immer noch nicht rausgefunden, wie man... Man kann immer hier auf die Mission klicken, aber... Wenn man hier die Mission, die hier hinter sich verbirgt, klicken will... Zurück habe ich schon versucht. Na gut, dann machen wir die hier zuerst. Ist ja auch kein Problem. Stellar Matrix. Wir fliegen nach Endion. Auf geht's. Außerdem sind Phasengleiter auch ganz geil. Und die Kolosse, die werden wir auch noch kriegen. Welch ein Anblick. Amons Todesflotte schickt sich an, alles Leben im Sektor zu vernichten. Dann sollten wir besser schnell handeln. Das Rakshir, die Machtergreifung durch Zweikampf, darf nicht überstürzt werden. Es muss sorgfältig vorbereitet werden. Wir stehen im Orbit einer gewaltigen Angriffsflotte gegenüber und ihr sprecht von Vorbereitungen?
Ich werde Malas stürzen, den Herrscher über ein ganzes Volk. Die Talarin werden mir hörig sein. Ihr werdet mir helfen. Und im Gegenzug werde ich die Taldarim aus dem Kampf heraushalten. Das war unsere Abmachung. Doch zuvor muss das Ritual ausgeführt werden, wie es die Tradition verlangt. Diese Abmachung erscheint mir immer einseitiger. Egal, wir haben uns entschieden und deswegen ziehen wir das jetzt durch. Was ist denn mit dir, Alarak? Erzähl. Ich möchte mehr über dieses Rakshir erfahren. Euren rituellen Kampf. Um das Rakshir zu verstehen, müsst ihr zunächst die heilige Kette des Aufstiegs verstehen, die uns mit Amon verbindet. Jeder von uns ist an seinen Willen und an den Willen dessen über uns in der Abfolge gefesselt. Und doch gibt es eine Möglichkeit, aufzusteigen. Durch Klinge und Blut kann sich jeder Taldarim die Position dessen über ihm aneignen. Dieser Ritus stellt sicher, dass nur die fähigsten von Amons Aspiranten seinen Willen vollstrecken. Das heißt, Malash ist der mächtigste eures Volkes? Er gilt als der mächtigste. Doch er hat sich noch nicht mit mir gemessen. Mhm. Ja, ja, und das wollen wir mal sehen, wer von euch stärker ist. Karax, mein Guter. Ich habe die Kriegsmaschinen der Taldarim analysiert. Ihre Technologie entspricht exakt den Kalai-Modellen. Abgesehen von den Konstruktionsmaterialien gibt es beinahe keine Abweichungen. Wie ist so etwas möglich? Es gab schon immer Legenden über Schiffe, die in die Weiten des Kosmos auszogen und nie zurückkehrten. Streitkräfte, die verschwanden. Ich kenne diese Geschichten. Sie erzählen von wütenden Geistern aus unserer Vergangenheit, die zuschlagen, wenn wir am verwundbarsten sind. Stellt euch bloß vor, wir hätten diese ganze Zeit unwissend gegen die Taldarim Krieg geführt. Das würde vieles erklären. Wie bedauerlich. Sie sind Diebe, die niemals die Freuden eigener Erfindungen genossen. Verabscheuungswürdig. Ja, als Ingenieur muss man Karax da verstehen. Mirage, meine Speer verfolgen die Bewegungen der Goldenen Armada. Rohana, wirst du uns nochmal hier mit Amon beglücken? Oder wirst du widerstehen können? In mancher Hinsicht verstehe ich die Taldarim. Ihr Eifer, ihr Streben danach, ihrem Gott zu dienen. Doch ich begreife nicht, warum Amon sich von seinen Verbündeten, die ihm treu dienten, so einfach abkehrt. Warum er ihr heiliges Vertrauen verraten und sie wie entbehrliche Werkzeuge behandeln würde. Ich spüre seinen grenzenlosen Ehrgeiz, Artanis. Die dunkle Wahrheit ist. Außer seinen Hybriden wünscht Amon keine Verbündeten. Er gibt vor, einen Kreislauf voller Hass und Gewalt beenden zu wollen. Und doch strebt er nur ewige Finsternis an. Ja, das war's dann, was wir jetzt aus den Leuten rausgekitzelt haben. Gehen wir ab in die Mission. Vor der Ausrufung des Rakshir müssen sämtliche von den alten Schriften verlangten Vorbereitungen getroffen werden. Bereitet euch vor. Malash wird sicherlich versuchen einzuschreiten. Alles klar. Schritte des Ritus. Vernichten Sie die Wächter. Ja, wie gesagt, so Bilder von Gebilden finde ich nicht so spannend. Aber okay. Jeder hat anderen Geschmack. Dies sind Malashs Wächter. Ihr müsst sie ausschalten, damit ich meine Mission fortsetzen kann. Nun gut. Wir werden tun, was nötig ist. Doch wartet. Was ist das für ein seltsamer Nebel? Terrazin. Es tritt regelmäßig aus den Abgründen von Sleen hervor und bringt uns der Leere näher. Amons Streitkräfte werden sich manifestieren können, solange der Nebel anhält. Hier können sie nicht ihre volle Macht entfalten, aber sie werden eure Basis unerbittlich unter Druck setzen. Ihr verspracht mir einen leichten Sieg, Alarak. Findet ihr etwa keinen Gefallen an Herausforderungen? Nun gut. Meine Streitkräfte werden die Wächter verfolgen, solange das Terrain sicher ist.
Und wenn der Terrazin-Nebel aufzieht, müssen wir dem Ansturm standhalten. Alles klar. Angriff, wenn der Terrazin-Nebel weg ist. Und wenn er kommt, dann bald laufen wir. Bald werden Schwaden von Terrazin aufsteigen, meine Krieger. Bleibt wachsam. Wir können jetzt durch das Raumportal Phasengleiter heranwarpen. Sie sind ideal dafür geeignet, in der bevorstehenden Schlacht Feinde abzufangen. Gute Arbeit, Phasenschmied. Die Gleiter werden uns von großem Nutzen sein. Okay. Ja, dann würde ich auch direkt diesen Kybernetik-Chor machen, damit wir die Gleiter auch direkt finden können. Aber erstmal hier die Forschung anfangen, die dauert wesentlich länger. Nebel zieht auf in 7, 6, 5, 4, 3, 2 und er kommt. Der Schleier zwischen dieser Welt und der Leere schwindet. Bald werden Amons Streitkräfte erscheinen. Oh Gott. Da kommen sie. Seht ihr den roten Punkt hier? Kommt genau auf uns zu. Oh, und dann auch noch ein Koloss. Okay, den haben wir ja gut abgewehrt. Da würde ich jetzt anfangen mit den Kybernetik. Oder warte erstmal hier. Ich würde den gern. Ja doch, da setze ich ihn hin. Und da gibt es da die Reichweite? Ja. Gut. Läuft. So, und ihr wisst jetzt, was passiert. Wir finishen die Eco. Ach ne, ich habe mich ja anders entschieden. Ach, eigentlich ganz gut. Ah, das ist wirklich gut. Weil immer zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Pylonen und Armee. Ja, finde ich halt gut halt. Level 1 Upgrade für Bodenwaffen muss erst erledigt werden. Zack und zack. So, es fehlen noch 5 Proben. 1, 2, 3. Da steht das sogar hinter. Ich brauche das gar nicht zählen. 5. Okay, gut. Okay, wie geht's weiter? Nebel verzieht sich in 14 Sekunden. Ja, das steht da wirklich so. Bin dabei. Wir fangen hier an. Mein Volk kämpft ehrenhaft. Sogar wenn wir es in eurem Auftrag tun. Ah, guck mal. Aber zunächst müssen wir unsere Verteidigung aufbauen. Scheiß auf Verteidigung. Machen wir so nebenbei. So, wir sammeln unsere Verteidigung dann hier. Krieger bekämpfen den Gegner. Und dann. Ja. Damit fangen wir erstmal an. Protektoren, die sind doch perfekt geeignet zum Verteidigen. Die Dinger heißen schließlich Protektoren. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Seid ihr gekommen, um euer Ende zu finden? Mirach, es ist mir gelungen, die Mutterschiffe der Taldarin in dieser Gegend zu scannen. Sie transportieren Solarit.
Ich glaube nicht, dass sich Alarak daran stören würde, wenn wir sie davon befreien. Also hier die zwei Mutterschiffe. Das wird nicht unser Ende sein, sondern ein neuer Anfang. Wir haben noch immer eine Menge Zeit. Dann brauchen wir hier und da und da und da. Was ist das weiße? Ach, das ist Vespin. Da gehen wir mal kurz hin. Upgrade durchgeführt. Upgrade durchgeführt. Dann machen wir weiter mit den Upgrades, ne? Und wir bauen hier ein Raumportal. Scheint ja in dieser Mission wichtig zu sein. Wie teuer sind denn die? Ah, zwei reichen. Ah, da sind Kanonen, da bleiben wir erstmal von Front. Durchgeführt. Wir laufen einmal dahin. Wir haben ja noch 4 Minuten. Also. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Was? Wer sagt das? Ach, die sind da echt in den Streit geraten. Ah, verdammt. Dann helft Felix. Hier könnten wir eine Expo bauen. Expansion heißt das übrigens. Ja, die haben wir sogar schon. Ja, komm. Die holen wir mit der kleinen Armee hier. Sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus. Haben wir alles. Und sogar Vespin und Mineralien liegen hier rum. Nehmen wir alles mit. Ah, wir können wieder so ein super Dings bauen. Ein... ihr wisst, was ich meine. Oder ihr wisst es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß selber nicht, was ich meine. Okay. Vorbereitungen, wenn ihr es für nötig haltet. Ja, ich bin dabei. Ich bin doch schon dabei. So, jetzt noch 4 Sekunden und wir werden dann richtig böse angegriffen. Ah, kein Pilot mehr, Schatz. Verdammt! Upgrade durchgeführt. Aber das Upgrade können wir noch machen. Boah, geht das langsam. Wir brauchen unbedingt Piloten. Noch alles gut. Noch gerade nicht in Panik. Upgrade durchgeführt. Wo denn? Ich höre hier... Wo denn? Ach da, die sind da runtergelaufen. Alles klar. Hab ich nicht mitbekommen. Gut. Wir können ja mal so aus Jux und Dollerei so ein...
Gut, sobald wir das haben, gehen wir in Richtung des Motherships und machen die Echse fertig. Ist schon nicht schlecht, die Fähigkeit. Gibt's Armee und ein Pylon. Finde ich gut. So, Nebel verzieht sich. Das ist unser Motto. Amons Streitkräfte sind verschwunden. Nutzt die Gelegenheit, um die Wächter anzugreifen. Bin dabei. Alter, bleib mal cool. Ach, ich wollte die Expansion noch nehmen. Aber da muss ich ja überall verteidigen. Erfahrt die Stärke der Auserwählten. Schiffe der Taldarin nähern sich unserem Nexus-Hierarch. Holt sie vom Himmel! Da kommen sie. Ah, dann muss ich das damit leider warten. Ah, verdammt. Müssen wir erstmal hier verteidigen. Aber das bedeutet für mich Protektoren bauen und Schiffe und wir sind wieder im Grün. Noch ein, zwei Pylonen und wir sind auf Max. Da, ja, guck mal hier. Zack und Problem gelöst. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. So, das war's. Wir sind auf Max. Erledigt. Wir gehen zurück und holen uns das Mothership. Ich erwarte heftigen Widerstand. Wir haben ein Mutterschiff der Taldarin zerstört. Ausgezeichnet. Es bleibt nur noch eines. Ja, die Echse hole ich mir nicht, die brauche ich echt nicht. Wir gehen alle nach da und hauen Schiffe raus. Und wir machen einen kleinen Umweg nach hier. Soll ich die Echse doch bauen? Aber dann muss ich wieder Protonenkanonen bauen. Ah, das ist immer so anstrengend. Na gut, jetzt holen wir erstmal das Motherfucking Ship. Ja, Forschung haben wir gleich komplett durch. Yes, Hammer. Danke, Hierarch. Ich möchte mir nicht vorstellen, was Sie damit vorhatten. Noch 59 Sekunden. Danach müssen wir mal kurz in die Heimat zurückkehren. Ich bin mal wieder überpowered. Ja, auf normal reicht es eigentlich, wenn du eine kleine Armee machst. Und dann... Wir haben nur noch 40 Sekunden. Dann sollten wir mal loslegen. Auf geht's!
Wir nähern uns der Leere. Trotzdem konzentriert bleiben. Konzentriert bleiben. 18 Sekunden. Ist er das? Hängt er da oben auf dem Tempel drauf? Ein weiterer Wächter ist gefallen. Wie berauschend. Schließt euch uns noch an, wenn ihr es für so berauschend haltet. Wie ihr wisst, muss ich meine Kraft für den Kampf gegen Malash bewahren. Wieso steht ihr denn da rum? Andere Richtung, immer hin und her. Ah, die machen wir hier aber gut Damage. Ach du Heilige. Ja, läuft doch easy hier. Easy, easy, easy. Noch 54 Sekunden, dann haben wir es hinter uns. Und dann machen wir in einem Zug alles platt. Aber sowas von. Ich würde sogar jetzt schon losziehen, weil ich keine Gefahr sehe. Leider soweit, auf geht's. Kommt auch noch welche. Ah, verdammt. Oh, und dann so viele. Jetzt aber, komm. Auf sie. Hände weg vom Lümmel und auf ins Getümmel. Ihr könnt eure Mission fortführen, Artanis. Das schaffen wir. Zumindest die erste Mission ist dann schon mal erledigt. Verdammt, nicht jetzt, Mann. Wie viel habe ich denn hier? Ah, fast nichts. Zurück. Zurück, Jungs. Zurück. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Das ist doch echt. Muss ich nur wegen der paar Schiffe, die da kommen, sind bestimmt nur zwei oder drei und dann ganze Armee zurück. Da machst du platt. Und wieder zurück hier. Mann.
Haben die mich voll genervt jetzt. Egal, wir sind ja soweit. Ach so, ihr seht das mit dem Nebel nicht, weil da mein Kopf vorhängt. Also hier, in 2 Minuten 30 kommt wieder der Nebel. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, in 2 Minuten 30 kriegen wir hier alles platt. Ich habe guckt mir die Armee an, die ich da befehlige. Also da geht einiges. Leider war der Phönix zuerst da. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ihr wisst nichts über Alarak, sonst würdet ihr ihn nicht unterstützen. Oh, was für ein glorreicher Tod. Ihr werdet es nicht bereuen, mich unterstützt zu haben, Artanis. Ich hoffe nur, dass das stimmt. Hier sitzen, um die Videoaufnahmen zu machen, ist schon. Oh, wir haben es. Wollt ihr euch gegen einen Gott stellen? Ja, dann. Bin ich hier gerade rechtzeitig gekommen? Euer Tod sein, Alarak! Der dunkle Gott wird euch zerstören! Ich bin seiner Lügen überdrüssig. Euer Ritual ist abgeschlossen. Was jetzt? Nun, sie waren nicht Teil des Rituals. Aber diese Verräter hätten Malasch dabei unterstützt. Und es war mein Wunsch, dass sie sterben. Ah ja. Jetzt ist die Zeit gekommen. Hochlord, hört mich an. Ich rufe das Rakshir aus. Stellt euch mir, wie es unsere Gesetze vorschreiben, oder sterbt als Feigling. Unser Kampf wird bei Tagesanbruch beginnen. Ihr sollt eure Herausforderung bekommen. Malasch, du bist fällig. Sehr schön. Und wir gehen weiter, immer tiefer in die Haldarim-Stätte hinein. Lasst euch eins gesagt sein. Die Templer sind keine Waffe, über die ihr nach Belieben verfügen könnt. Wir sind nicht hier, um unter falschem Vorwand eure Feinde zu töten. Täuscht ihr mich ein weiteres Mal, so hat unsere Allianz ein Ende. Ihr habt Malaschs Wächter nicht umsonst getötet. Sobald der Hochlord tot ist, wird niemand meine Herrschaft in Frage stellen. Nach all diesen Jahren ist der Sieg endlich greifbar. Ich spüre seine Sorge, Artanis. Er weiß, dass ich komme. Malasch? Nein, Amon. Durch den Hauch der Schöpfung kann ich hinter den Schleier sehen. Oh ja, ich spüre seine Wut. Er weiß, dass ich ihn nicht mehr fürchte. Dass die Taldarim keine Kader haben, die er kontrollieren könnte. Ich werde die Auserwählten gegen ihn wenden. Wähnt euch nicht schon siegreich, Alarak. Lasst nicht zu, dass das Terrazin euren Verstand vernebelt. Ihr müsst diesen Kampf gewinnen. Der Kampf ist bereits gewonnen. Im Geiste versetzte ich ihm auf 1000 verschiedene Arten den Todesstoß. Ich habe gelernt, dass die eigene Vermessenheit der beste Verbündete des Feindes ist. Spielt Malasch nicht in die Hände. Niederlagen sind euch wohl bekannt. Aber nicht Alarak. Eine neue Kampfeinheit kann einer Fraktion zugewiesen werden, Hierarch. Das machen wir gleich. Alarak, du bist ja ein bisschen von dir selbst überzeugt, dass du das alles hinkriegst. Was macht dich denn so überzeugt? Malasch hat sich aber als gefährlicher Anführer bewiesen. Oh ja,
Deswegen wird mein Sieg über ihn auch umso köstlicher sein. Ist er denn aus vielen dieser Riten siegreich hervorgegangen? Aus zahllosen. Er ist die Leiter mit brutaler Entschlossenheit hinaufgestiegen und hat jegliche Opposition niedergemäht. Es ist, als sei er vom dunklen Gott gesegnet. Man nennt ihn die Klinge Amons. Und dennoch wurde er herausgefordert? So ist unser Brauch. Er hat jeden Sieg mit genüsslicher Grausamkeit ausgekostet. Malash amüsiert es, seine Widersacher an den Rand des Todes zu führen und sie noch darüber hinaus zu peinigen. Was? Daraus lässt sich schwer Trost schöpfen, Alarak. Trost ist eine Lüge, die Kinder schützen soll, bis sie den Prüfungen und Schmerzen der Realität gewachsen sind. Lasst mich allein. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Okay, Alarak. Du machst das schon. Solarkern. Karax? Karax, der Schlüsselstein. Er reagiert. Höchstwahrscheinlich auf leeren Energie auf der Planetenoberfläche. Ich habe das gleiche Phänomen bereits auf Ulna beobachtet. Das Terrazin muss direkt mit der Leere verbunden sein. Die Tal'Darim nennen es den Hauch der Schöpfung. Sie glauben, durch den Konsum von Terrazin direkt mit Amon sprechen zu können. Diese Annahme scheint mir etwas weit hergeholt, doch ich kann nicht abstreiten, dass sie durchaus plausibel ist. Die Beschaffenheit dieser Substanz lässt darauf schließen, dass sie nicht aus unserem Universum stammt. Vielleicht ist sie ihnen deshalb so heilig. Sie suchen nach Planeten mit reichhaltigen Terrazin-Vorkommen und verwandeln sie in Tempel für ihren Gott. Möglicherweise war es eine gute Entscheidung, hierher zu kommen. Wenn der Schlüsselstein ähnlich auf Terrazin reagiert wie auf leeren Energie, dann kann ich damit eventuell die Kapazitätsgrenze des Artefakts testen. Vielleicht ist noch nicht alles verloren. Wir müssen Vertrauen haben, dass das Blatt sich wendet. Mir wären konkrete Ergebnisse lieber, Hierarch. Amons Macht übersteigt selbst die der Königin der Klingen. Wir können uns keine Unsicherheiten leisten. Das erinnert mich an die Terraner-Mission, wo wir das Terrazin da abbefördern mussten. Wo wir gegen die Tal'Darim auch gekämpft haben, die wollten das Terrazin und wir wollten es auch. Haben sie halt den Kürzeren gezogen, aber sie scheinen woanders noch einen Vorrat zu haben, aber okay. Wir können noch 20 Solarit verteilen, aber das ist noch zu wenig. Müssen wir noch ein bisschen warten. Okay. Wixrat. Artanis, Hierarch der Dalai Lama. Vorasun, Matriarchin der irgendwas. Der dunkle Templer, keine Ahnung. Die Kette des Aufstiegs ist ungeheuerlich. Das gleiche dachten die Kalai einst über den Pfad der Schatten. Das könnt ihr nicht vergleichen. Unsere Gesellschaft beruht nicht auf... Ihre Kultur gründet auf einer festen Hierarchie. Diener und Meister. Ihre Mitglieder haben sich Amon verschrieben und müssen sich ihm immer wieder aufs Neue als würdig erweisen. Doch sie wurden belogen, Matriarchin. Wie wollt ihr sie ändern, wenn das alles ist, was sie jemals gekannt haben? Auch unsere Völker kannten einst nur Hass und Misstrauen einander gegenüber. Ja? Wir betrachteten eure Sitten als barbarisch. Und ihr hieltet die unsrigen für grausam. Mit den Tal'Darim verhält es sich ebenso. Wenn es uns gelingt, Amon zu vernichten und sein Verrat offenbar wird, dann wird ihre gesamte Gesellschaft sich fragen müssen, wer sie wirklich sind und wer sie sein wollen. So spricht ein Anführer. Artanis wird alle Völker vereinen und in den Sieg führen. Da bin ich überzeugt von. Die Angriffsschiffe sind jetzt bereit zur Inspektion. Wir können Phasengleiter. Peradak Koral. Verursacht mehr Schaden und erhöht seine Reichweite, je länger angegriffen wird. Fügt gepanzerten Einheiten Bonusschaden zu. Oder wir nehmen den Zerstörer. Die Zerstörung steht bevor. Fügt mehr Zielen Schaden zu, je länger angegriffen wird. Fügt gepanzerten Einheiten Bonusschaden zu. Also der greift da mehrere Sachen an. Wie man sieht, ist eigentlich nicht verkehrt. Peradak Koral. Die Zerstörung. Also der Bonusschaden ist gleich. Koral. Nur das hier ist eher einzelne Ziele. Und das hier ist halt mehrere Ziele. Und erweitert sich auch noch aus.
Oh, ich finde die geil. Ich werde aber trotzdem die hier nehmen, weil einzelne Ziele werde ich, glaube ich, mehr mit zu tun haben. Ich entscheide mich vorerst hierfür, kann aber jederzeit switchen, das wissen wir ja. So, der Unbeugsame hat auch noch ein Upgrade. Anaraks Todgeweihte haben sich unseren Truppen angeschlossen. Es scheint, als erlebten wir immer wieder neue Überraschungen. So, im Moment haben wir die Schattenkanone fügt gegnerischen Boden- und Lufteinheiten schweren Schaden zu, fügt gepanzerten Einheiten Bonusschaden zu und wir könnten jetzt wechseln zu... Schickt mich in die Schlacht. Fügt gegnerischen Bodeneinheiten Flächenschaden zu. Fügt gepanzerten Einheiten Bonus... Flächenschaden ist natürlich um einiges... Ja, Flächenschaden. Angriffe fügen den gegnerischen Bodenziel und anderen gegnerischen... Ja, aber dann wieder nur Boden, ne? Da muss ich mir die Luftabwehr irgendwie anders erkämpfen. Ich bleib bei Unbeugsamer, weil ich will vielseitig bleiben. Und beim Phasengleiter mache ich doch den mehrfachen Angriff. Die Zerstörung steht bevor. Ich finde das doch ein bisschen besser. Ja, so lassen wir's. Auf zur Brücke! Die nächste Mission dann im nächsten Video. Ich freue mich darauf, wenn ihr wieder einschalten würdet. Macht es gut, euer Erzgrängel. Ciao.